Mit dieser Maschine wird problemlos eine 10 mm dicke Sohle genäht. Damit die Klinge scharf bleibt und besser gleitet, ist eine fortlaufende Ölzufuhr erforderlich. So sehen die künftigen Süßigkeiten aus. Thank you.
Und so werden Nudeln in industriellem Maßstab hergestellt. Diese Rolle enthält Glasfasern und Klebstoff aus Epoxidharzbasis. Dieses Förderband sortiert die Fische nach ihrem Gewicht. Diese Maschine verwandelt ein Werkstück in nur einem Durchgang in eine Perle. Eine erstaunliche Geschwindigkeit bei der Punktschweißung. Dieses Gerät ist gerade mit dem Fräsen einer Leiterplatte beschäftigt. Nun ist es an der Zeit, diesen Ball zu gravieren.
So werden die Werkstücke für die künftigen Gabeln und Löffeln gestanzt. Und so wird Holzkohle für das Grillen hergestellt. Diese Maschine hilft, die Perlen auf eine Schnur aufzufädeln. Die Silikonmasse muss mehrmals durch die Presse gewalzt werden, um nach der Zugabe des Farbstoffs eine gleichmäßige Farbe zu erhalten.